Wir haben ja nicht zu wenig Geld. Hey, yo, was geht denn? So, was haben wir hier? Ein paar tausend. Mission, einen Ausrufer verteidigen, war erfolgreich. Müssen wir hier noch einen Erinnerungsanfang finden. Der vermutlich in, weil ja hier unser Hauptgebäude ist, will ich es mal nennen. Yay, drei volle Assassinen. Irgendwo hier ist, genau hier. Haha. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes, aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Joa, machen wir mal. Ein Ausrufeverteidigung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ja, komm, das können wir einfach mal überspringen. Yay, noch ein Stufe 9 Assassine. Stufe 8. Stufe 8. Und Stufe 8. Ein neuer Auftrag. Einen Dieb eliminieren. Wollen wir unsere Stufe 8 einmal hinschicken? 2, 3, 4. Venedig. Den Sieg stehlen. Da brauchen wir jetzt ja nicht so viele, weil das ja Stufe 9 ist. Brauchen wir tatsächlich nur 3 Leute. Und in Wien eine Liste. Gibt ein bisschen Kohle, also machen wir das mal. So, das Versteck verlassen. Ach ey, was haben wir denn hier? Gut, können wir nicht machen, weil wir das Versteck verlassen müssen. So, B drücken, um zu interagieren. Das kriegen wir ja wohl hin. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Ob sie damit weit kommen? Der Plan 100% Synchronisation, weil man dieses Mal nicht failen konnte. Erinnerungssynchronisiert Sequenz 4 beendet. Puh! Erfolge, Prinzessin einer anderen Burg. Wir wollen alles mal wieder aus dem Animus rausgehen, denn einfach nur um zu gucken, ob da jetzt irgendwas los ist. Sequenz 5. Der Bankier, den wir finden müssen. So, Animus verlassen. Sie haben neue E-Mails.
Dann müssen wir eben kurz einen Augenblick warten, ob der nicht schon gespeichert oder nicht speichert. Na, ging schon, aber spielen. Oh, das machen wir auf jeden Fall zuerst. Ey, yo, was geht? Reparieren, ja, alles reparieren. Wahre Rüstung, römischer Brustschutz. Jawoll, Lebenspunkte. Jo, Seusenhofer Brustschutz. Und so, ach, damit müssen wir Geschäftsaufträge schaffen. Nur, das könnten wir jetzt sogar mal machen. Ja, komm. So, davon fehlen uns Schrumpfköpfe und Elfenbeine. Also ein Elfenbein fehlt. Na, kriegen wir sogar beide direkt. Die hätte ich jetzt sehr gerne. Einfach weil die so viel geben. Venezianisches Malchus. Und einen Reiter haben wir, der ist auch irgendwie kacke. Ich meine, solange wir Minus kriegen, ist das ja irgendwie so ein bisschen. Schaden ein, aber maximales Tempo und maximaler Schutz. Egal. Hier gibt es keine neuen Waffen, es gibt auch keine neue Armbrüste. Natürlich nicht. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Ja, ist das jetzt nun gut oder ist das nun schlecht? Was ist das Ding denn für so ein Teil? Achso, Geschäftsaufträge. Bringen Sie Waren zu den. Ah! Geschäftsaufträge, was hast du denn? Giftig. Schnellwirkendes Gift. So. Apothekenbedarf. Schnellwirkendes Gift. Behälter voll. Ich tat, was ich konnte. Achtet darauf, dass die Wunde nicht wieder aufreißt. Ja, ja, welche Wunde denn? Was sammeln Sie Handelswaren, indem Sie Banditen für den Kurierabfang, Schatztruhen finden und Rekruten zu Auftragsattentaten entsenden? Nur die allerfeinsten Abgüsse und Verbindungen! Dergleichen habt ihr gewiss noch nicht gesehen! Im Zweifelsfall ja. Naja, aber irgendwie muss man ja seine Ware anpreisen. Ich möchte zum Schneider und zum Kunsthändler dort vorne. Zunächst erstmal zum Kunsthändler, um ihn wieder herzustellen. Und danach zum Schneider, um zu gucken, was wir uns da für tolle Beutel kaufen können und ob wir endlich diese blöden Geschäftsaufträge abschließen können. Ich habe hier eine Mantegna-Adoration, die ich für eine Kleidung, Seide und reingewobenes Leid. So, Beutel. Nischt. Dafür brauchen wir den Geschäftsauftrag. Für den wir 8 Seide brauchen. Ich habe meistens offen, solltet ihr eure Meinung ändern. Ja, also den Geschäftsauftrag, den können wir jetzt mal abschminken. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz zur Bank und holen unser Kapital von dort ab. So. Geld abheben können wir nicht. Gut, ich meine, wir haben auch gerade 82.000 dabei. Also kann uns das egal sein. Aber es hat, er hat damit zumindest gespeichert und dann können wir den Animus ohne Probleme verlassen. Allgemeine Investitionen in Rom. Wenn Sie genug Geld in die Wirtschaft Roms investieren, werden Sie mit Spezialgegenständen aus Geschäftsaufträgen belohnt. Ja, das ist toll. Ich versuche ja Sachen zu investieren. Ja, trägt seinen Rucksack ja auch immer. Hey, yo, Lucy. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Okay. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig.
So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Das ist ja natürlich immer wieder toll. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Ich meine, wir haben hier die wichtigsten Sachen zu tun und er redet über Espressos. Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland! Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusstest du nicht, dass England ein dritte Weltland ist? England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert. Also allein so von den NSA-Berichten und sowas passt das einfach super für die Stimmung der USA. Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Wir reden später. Ja, dann checke ich mal eben meine E-Mails. Auch wenn man hier ein Assassin's Creed-Menü da drin hat. Eingang. Unbeschrifteter Van. Hey Leute, nur eine kurze Warnung. Als ich gestern Batterien geholt habe, hat gegenüber ein weißer, unbeschrifteter Van geparkt. Als ich eben Essen geholt habe, war er immer noch da. Für meinen Geschmack ist er etwas unscheinbar und hat genau die richtige Größe für eine Überwachungsausrüstung. Ich habe vor ein paar Minuten noch einmal geguckt und da war er weg. Aber haltet die Augen offen. Rebecca. Update. Ein kurzes Update zu unseren Kollegen in aller Welt. Moskau. Es sind weiter alle in Sicherheit. Sie gehen zurzeit einem Hinweis auf einen potenziellen weiteren Edensplitter nach. Also Daumen drücken. Ich habe für sie recherchiert und konnte einige ihrer Vermutungen bestätigen. Es sieht also im Moment gut aus. Ciao Paolo. Sie mussten wieder das Versteck wechseln und dieses Mal war es sehr knapp. Man glaubt, es gäbe ein Leck im Team und das Hauptquartier prüft das. Wahrscheinlich taucht das Team bald unter, um den Maulwurf zu finden und auszuschalten. Hoffentlich fangen sie ihn, bevor er etwas merkt. Aber immerhin haben sie Hilfe. Das ist ein Plus. Osaka. Wie geplant, immer noch untergetaucht. Sie sollten sich in 72 Stunden beim Hauptquartier melden. Ich hoffe, sie sind okay. Und konnten die Verfolge abschütteln. Mehr Updates in Kürze. Sean. Ja, und hier haben wir die gelöschten Nachrichten. Bla. Rebecca Crane. Kommen wir da jetzt wieder rein? Zugriff verweigert. Bei Sean? Beim ersten Mal kamen wir ja bei allen rein. Schade. Mit wie, da steht irgendwo mal, wer ist hier Phaistos? Fällt mir gerade so ein, weil mir Hephaistos E-Mail-Netzwerk. Wer, den kennt einer nicht. Quatsch, ist auch eigentlich egal. Kommt aus der griechischen Mythologie. Auch wenn ich mir da selbst nicht ganz so sicher bin, er war entweder ein guter Schmied und das, ja, er war der Schmied der Götter. Der Titan warf mir Zeus Blitz geschmiedet, zum Beispiel. So, jetzt sind wir hier wieder da vorhanden und dürfen irgendwo aufräumen. So, lasst mich hier mal durch. Ich muss was Wichtiges erledigen. Zum Beispiel diesen Kerl dort umhauen. Mich interessiert diese Donna Lucia Orsini. Ich hab den Idioten verloren. God damn it. Gefunden. Ich meine, mir ist es ja relativ egal, ob ich gesucht werde oder nicht.
So, Kardinalspurpur, das brauchen wir für den Geschäftsauftrag. In anderen Worten, es ist wichtig. Hey, yo, Mann, was geht?